alte Festung mit den wohl wildesten und wichtigsten und geilsten Spots an der alten Festung starten wir. Also raus aus der Festung und direkt zum ersten Topspot an der alten Festung. Und der ist hier. Habe ich vergessen, Game Sound anzumachen? Habe ich. So, jetzt hören wir auch das Gezwitscher, Alten. Also, an der Stelle, die wohl wichtigste oder eine der wichtigsten Stellen an der alten Festung, raus aus dem Tor, links rüber, zack, ans Wasser, Ruten raus. Sensationeller Sport für Amure, für Schuppenkarpfen, für Schleien. Brassen ballern hier auch gerne mal rein. Aal geht hier rein. Also der Universalspot. Spinning kann man hier auch machen. Das heißt, man kann sich hier sogar auf das Holz stellen und hier rüber spinnen und auf Hecht gehen. Also sensationelle Stelle hier direkt am Schilf. Zack, hier auf der Map. Wichtigster Spot. 35, 58. Lohnt sich. Sensationell. Also, Routen ausgepackt. Wir gehen mal ein bisschen größer mit rein hier. An der alten Festung lernt man laufen, heißt es ja so schön, weil man häufig mit Level 12 mit viel zu kleinem Setup hier reingeht und dann ballert ein Amur rein und dann rennst du dem Fisch hinterher, der geht schön mit dir Gassi, einmal um den See und dann am Ende schlitzt er aus. Ei, 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 ei. Also, ich fange mal mit ein bisschen, ich sag mal, schön entspannten Setup hier an. Ich mache hier nichts Besonderes. Wir gehen mal hier ungefähr auf 9 Kilo. Beziehungsweise wir gehen mal mit 7 Kilo rein. Ist jetzt nicht ganz so übertrieben. Made und raus damit. Zack, gar nicht so weit. So, Bremse ein bisschen locker. Ja, das ist schon ein bisschen zu weit im Wasser. Wollen wir nicht, wenn wir so nah am Ufer angeln, wollen wir die Ruten nicht ins Wasser stellen, denn das hat Scheuchwirkung. So, das Ganze hier auch. Wir nehmen unser Inline-Blei, gehen hier, guck mal, hier haben wir schon 9,7, lassen wir, wie es ist. Einser Haken, Mistwurm, zack, raus damit, locker flockig aus dem Handgelenk. So, dann natürlich die dritte Rute auch noch raus. Auch hier ändern wir mal eben. Futterkorb runter, Blei drauf. Hier habe ich hier gerade noch geflochten. Das machen wir mal runter. Wir nehmen mal so ein Standard Fluorocarbon, was man sich auch kaufen kann. Und hier nehme ich mal einen Tauwurm oder eine Kartoffel. Könnte ich auch nehmen. Oder einen Käse. Ich glaube, ich nehme mal einen Käse. Vielleicht geht ja hier noch was in Richtung Schleie auch tatsächlich an der Stelle. Wäre auch nicht schlecht. Ja, und dann sind wir hier schon, wie gesagt, an einem der Topspots an der alten Festung. Warum Topspot? Weil man, wie gesagt, hier eine richtig gute Frequenz haben kann. Wichtig natürlich, wie immer, beim Spot testen. Wir testen die Köder, wir testen die Tiefe sozusagen, wie weit werfen wir raus, wobei wir hier in dem Fall, ich sag mal so zwischen 6 und 10 Meter eigentlich immer ganz gut fahren. Ich schmeiß in der Regel bis zu der Kante hier, also genau zu dieser Kante, wo das grüne Geschlonze ist, da werfe ich in der Regel hin und dann lassen wir das Ganze da schön erstmal drin, vielleicht nochmal ein bisschen stramm ziehen. Und dann gucken, was geht. Wenn man natürlich speziell auf Schleie aus ist, beziehungsweise den Spot testen wir natürlich erstmal, was geht. Wenn wir dann wissen, dass da Schleien gehen, dann nehmen wir natürlich die Futtermische. Also vorher natürlich erstmal Köder reinwerfen, gucken, was funktioniert hier an den Ködern oder was beißt hier auf die Köder, die wir testen. Und wenn wir merken, okay, hier beißt vielleicht auf Mistwurm die Schleie oder vielleicht auf die Made geht die Schleie, dann nehmen wir uns eine Futtermische, kombinieren das dann mit dem Köder, den wir verwenden. Zum Beispiel jetzt die klassische Schleienfuttermische. Wo haben wir sie? So, hier haben wir doch dann Schleie. Und hier haben wir ja noch Komponenten frei. Wenn wir das selbstständig nachbauen würden, hätten wir ja hier noch 3 weitere Komponenten frei. Das heißt, wir könnten für die Schleie nochmal extra irgendwas in Richtung Käse mit reinmachen. Wir könnten natürlich auch Maden mit reinmachen, Kaster mit rein. Also irgendwas Eiweißhaltiges vielleicht sogar noch mit rein. Und dann liebt das die Schleie. Ja, wenn wir hier dann mit dem Spinning unterwegs wären, wie gesagt, man kann sich hier draufstellen auf diesen
auf diesen Stamm und dann eben auch hier mit Jig-Montage. Man kann hier langziehen mit dem Blinker, mit den Spinnern. Einfach hier geradeaus in diese Richtung geworfen oder auch in diese Richtung geworfen. Einfach die Spinner durchziehen. Hier ballern dann auch regelmäßig die Hechte rein. Auch das immer mal wieder testen. Wie gesagt, wenn man hier nicht nur auf Grund stehen will. Mit den Posen kann man das genauso machen. Tiefe so ungefähr 1,10 Meter bis 1,20 Meter. Müsste ungefähr mal ausloten, aber so 1,10 Meter sollte an den meisten Stellen eigentlich immer ganz gut funktionieren. Dass man da so knapp über dem Grund hantiert. Auch zum Beispiel, wenn man hier auf Aal ist. Aal natürlich an der Festung, ganz klassisch. Mit Tauwurm, mit Fischfetzen. Das funktioniert, glaube ich, so mit am besten. Später dann kann man es nochmal versuchen, wenn man Köderfischmontage hat, mit Frosch oder sogar mit Kaulbarsch kann man das auch testen, hier auf Aal zu gehen. Aber das ist dann natürlich schon ein bisschen höher vom Level. Speziell und ein bisschen spezifisch wird es dann auch, wenn man hier mit dem Jig, mit der Jig-Montage lang geht. Nachts könnten dann hier auch mal Welse tatsächlich reingehen. Also ihr seht, es ist eine Stelle, wo einfach sehr, sehr viel reingeht. Also neben den Schuppenkarpfen, Amuren und Schleien, dann wie gesagt beim Spinning auch natürlich Barsch und Hecht. Oder eben dann auch nachts mal Quappe oder auch Wels. Also ein Top-Spot an der alten Festung, funktioniert halt immer. Wenn er mal nicht funktioniert, dann müssen wir halt andere Köder testen oder einfach einen anderen Spot suchen. Und einen anderen Spot zeige ich dann im nächsten Video. Heißt also für dich, Kanal abonnieren nicht vergessen, dass du auch das nächste Video nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.